Das darf halt nicht nach Tod oder nach zu perfekt klingen. Das muss halt irgendwie alles so eine Art Leben haben. Alles andere als tot ist auch die Stimmung im Prince Charles Club, wo der 27 Jahre junge DJ Sven Weisemann bisweilen auflegt und dabei abgeht wie Schmidts Katze. Du hast ja gesehen, dass ich auch relativ dahinter am Pult immer abgehe. Und wenn ich halt wirklich da, also nach meinem Set nicht wirklich durchgeschwitzt bin, dann habe ich meinen Job nicht immer. Ja, ich bin der Sven Weisemann. Den richtigen Künstlernamen habe ich mir nie so irgendwie, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, weil der Name hatte ganz gut gepasst und dann dachte ich so, okay. Musik drückt aus, was nicht anders erzählt werden kann. Und Weisemann hat eine Menge zu erzählen. Ein Projekt allein reicht ihm da nicht aus. Bei mir ist es immer so projektbedingt, also ich habe halt damals für das Label Meanwhile, das kommt aus UK, da war ich halt so ein Fan von und habe halt mal zwei Tracks gemacht. Die habe ich denen dann geschickt und die haben sie dann auch gleich genommen. Und dann meinten sie, kannst du mal noch so ein paar Intro- oder Outro-Tracks machen? Das sind dann so zwei, dreiminütige Tracks, die dann halt so eher ruhig sind oder so experimenteller. Und die habe ich dann halt auch produziert, einfach so. Fand er ganz gut, wollte aber nicht nehmen. Und hat dann nur die beiden genommen im Endeffekt, die halt sowieso schon fertig waren. Und daraus ist dann dieses Xine-Projekt entstanden. Xine besteht aus 20 Stücken, die ganz profan durchnummeriert sind. Doch Liebhabern fällt schnell die Vielfalt der einzelnen Tracks auf. Die luftig lockere Musik schafft melancholische Traumwelten. Dann habe ich das Desolate-Projekt. Da versuche ich auch wieder eine andere, auch so diese melancholische Message rüberzubringen. Aber halt wieder in einem ganz anderen Stil. Das ist dann so Electronica, Dubstep, sehr dark halt aber auch. Und wenn ich so tanzbare Musik mache, jetzt für Mojuba und so, da ist es dann so eher dieses fluffige, dubbige Gefühl. Also ich will da gar keinen vorschreiben, das ist jetzt das und das und das musst du jetzt so aufnehmen. Nee, um Gottes Willen. Jeder ist da komplett frei. Zwischenspiel zwischen DJ und Crowd ist halt dann sehr wichtig. Ja, du musst halt wirklich der Crowd auch Energie irgendwie immer vom Pult irgendwie zusenden und dann kommt auch was zurück und wenn sich das dann immer gegenspielt, dann hast du manchmal einen super Arm, dann kannst du manchmal eine Nummer noch spielen, noch gibt es immer noch einen drauf und dann stehen die alle nackig da. Hat man auch nicht oft, aber das ist halt immer, das strebe ich halt immer an. Dieses Crowd, DJ, Crowd, DJ. Sven Weisemann schafft Klänge, die reichlich Freiraum für eigene Gefühle bieten. Zwischen federleichter Ambient-Musik und Tanzwut erzeugenden Deep House-Mixen findet jeder Topf seinen Deckel. Ja, was in 5 Jahren? Das ist eine gute Frage. Na, ich hoffe, das geht weiter so. Vor allem auch immer Schritt für Schritt bergauf. Gucken wir mal. Auf jeden Fall denke ich mal, es wird schon alles gut so, wie es ist. Wir fragen in 5 Jahren nochmal nach.